Die Stimme ist cool. Ja. Und jetzt sagt sie was. Mutter, bist du es? Randall. Sie kann, nee, aber kann sie gar nicht mehr sagen. Boah, müssen wir so über eine arme alte Frau im Rollstuhl herziehen? Ja. Müssen wir so über eine arme alte Frau im Rollstuhl herziehen? Also wir sind im Rollstuhl und sie liegt am Boden. Ja, genau, und wir rollen drüber. Oh, ist das fies. Weiter. Irgendwie sagt jeder nur noch das Gleiche, so wie Luke. Was tun wir jetzt, Herr Professor? Nee, die sagen jetzt alle ihren Namen, außer Lady Eskrit. Die kann nur noch Randall. Randall, 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 Randall. Layton, 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 Layton. Luke, Luke, Luke. Emmy, 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 Emmy. Stell dir das mal vor. Henry, 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 Henry. Angela, Angela, Angela. Serena, 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 Serena. Das klingt wie Carpador. Ja. Schaffel, 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 schaffel. Blum, 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 blum. Grusky, Grusky, Grusky. Barton, Barton, Barton. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Oh, komm mal weiter. Ach nö, wir haben da bestimmt noch was Tolles. Wen gibt's denn noch? Wen gibt's noch? Ah, Aldi, 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 Aldi. Schnurrbert. Schnurrbert wollte ich auch gerade sagen. Was? Wollte ich gerade Schnurrbert sagen. Ja. Oh Mensch, wen gibt's denn noch so? Ach nee, mach mal weiter. Ja, besser ist das. Clarence, Clarence, Clarence. Ah! Wie hieß sie nochmal? Dominika. Dominika, Dominika! Ich muss mal langsam leiser machen, ist schon ein bisschen später, deswegen. Boah, einen musst du jetzt aber noch bringen. Wen? Du weißt, wen ich meine. Du bringst noch einen und ich noch einen. Ich zuerst. Ja, und wen soll ich machen, wenn du Nordmann bringst? Na, Walton. Walton, 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 Walton. Boah, du müsstest mal so ein Hörspiel einsprechen, ich würde dir Stunden zuhören. Echt jetzt? Mhm. Das können wir machen, dass ich gerne mal... ein Hörspiel mit jetzt verschiedenen Stimmen oder nur mit Walton, Walton, Walton? Nee, so ein Hörbuch meinte ich. Also, du meinst, dass... So irgendwas Kurzes, muss ja nichts Langes sein, die Bibel oder so. Und Jesus sagte, und so geht. Stell dir das mal vor. Und ich mache euch euer Wasser zu Wein. Und er hatte auch so einen Anzug an. Und Monokel auf. Oh Mann, weiter im Text hier. Ja, komm. Oh Mutter, ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Oh Mutter. Oh. Randall. Sieh mal, ich glaube, das hier gehört dir. Oh komm. Ich glaube, das hier gehört dir, Angela. Ja, genau. Wir können auch jedes dramatische Ende ruinieren, oder? Ja, irgendwie ist das schade. Diese Urkunde enthält alle Besitztümer der Familie Ledor. Oh. Und besonders interessant ist der Name des verzeichneten Haupteigentümers, Randall Eskert. Ist das wahr? Das ist es in der Tat. Land und Vermögen der Familie Ledor sind gänzlich Eigentum von Randall Eskert. Ist ja wie Weihnachten. Wie kann das sein? Und Geburtstag und Ostern auf einen Tag und unsere Heirat. Hochzeit. Unsere? Unsere. Weißt du nicht mehr am Anfang des Let's Plays? Haben wir geheiratet? Ja, klar. Stimmt ja. Ich trage ja auch unseren Ring. Den einen. Deswegen habe ich keinen hier. Ich sag nicht, wo ich den trage. Der war so schweineteuer, ich konnte mir nur einen leisten.
Also weiter. Henry hat eine Replik der Maske des Chaos angefertigt. Aber nicht, um deinen Ruhm streitig zu machen. Er wollte ein Symbol schaffen. Ein Signal, das dich bei deiner Rückkehr zu ihm führen sollte. Er nahm an, dass du denjenigen aufsuchen würdest, der behauptete, die Maske des Chaos zu besitzen. Und mit jener Annahme lag er durchaus richtig. Aber als der maskierte Gentleman erschien, da wusste Henry, dass die Polizei nach der Maske fragen würde. Angela reagierte sofort. Sie befürchtete, dass die Polizei zu schnell hinter die Fälschung kommen würde. Also versteckte sie die Maske und gab an, dass sie gestohlen worden sei. So konnte sie die Symbolkraft der Maske bewahren. Der Mythos der Maske, die der Stadt Wohlstand gebracht hatte, war ebenso wichtig wie Henrys guter Ruf. Warte mal kurz. Randall, glaubst du jetzt immer noch, dass Henry dir alles geraubt hat? Was denn? Ich bin gerade nicht mehr dabei. Wo hatten sie denn jetzt die echte Maske her? Na, die echte Maske war im Hotel Reunion. Die hat Layton doch dort gefunden, als er da rumgeschnüffelt hat. In ja, Part 24, 124, der immer noch nicht nachgemacht worden ist. Ja, ja, aber wie kamen die da hin? Das meinte ich. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weiter. Okay. Ach so, nee, Angela hat die da versteckt. So war's doch. Ja, aber es war doch eine Fälschung. Nee, die Fälschung. Die Fälschung haben sie anfertigen lassen und das Original versteckt. Und so getan, ja, aber, als ob das Ding gestohlen worden wäre. Dass die Polizei dahinter kommt, dass es eine Fälschung ist und deswegen hat sie versteckt, dachte ich. Ja, und hat gesagt, die wurde gestohlen. Und dann sind sie vielleicht... Ja, dann hätte sie ja keine Fälschung machen brauchen. Naja, aber doch. Dann hätte jemand die Fälschung gefunden, beziehungsweise wahrscheinlich ist das das Ding, was da der maskierte Gentleman die ganze Zeit aufhatte. Oder war das auch eine andere Fälschung? Ich weiß es nicht. Jetzt komme ich auch nicht mehr, dank dir. Entschuldigung. Was habe ich nur getan? Du warst nicht du selbst, Randall. Jetzt, da du wieder bei Sinn bist, wird alles wieder gut werden. Henry. Und dies war das wahre Wunder, das sich in Monte d'Or ereignet hat. Nochmal. Oh, jetzt doch. Alles, alles. Das hätte ein Roboter. Das Wunder von Monte d'Or. Vor etwa 18 Jahren bot Henry eine beträchtliche Summe als Belohnung für Hinweise über Randalls Verbleib. Dies zog viele Leute ins Hotel Reunion, die sich niederließen, Geschäfte gründeten und Monte d'Or zu einer Stadt heranwachsen ließen. So bildete eine enge Freundschaft das Fundament von Monte d'Or. Monte d'Or existiert nur aufgrund der Belohnung, die Henry für das Auffinden Randalls ausgesetzt hatte. Ja, was jetzt? War die Freundschaft das Fundament? Oder die Geldgier der Leute, die gesucht haben? Beides. Henrys verdächtiges Verhalten. Henrys ständiges Bestreben, seinen Besitz in Monte d'Or zu erweitern und in Stand zu halten, lag allein dem Wunsch begründet, für Randalls Rückkehr alles perfekt hergerichtet zu haben. Und er hat auch schon mal Tee aufgestellt. Henry glaubte felsenfest an Randalls Rückkehr und wollte lediglich alles bewahren, was Randall lieb gewesen war. Was ist das? Ein Nachbeben. Ein Cliffhanger. Hast du es geschafft? Verzeih mir. Gib mir die andere Hand. Ich kann nicht mehr. Lass mich bitte los, Herschel. Randall, hör auf. Du musst mir die andere Hand geben. Nein, ich habe so viele Menschen enttäuscht. Wie soll ich mir das verzeihen? Ich will nicht mehr leben. Lass mich. Henry! Nein, Randall. Wir haben so lange gewartet. Auf deine Rückkehr. Solange ich lebe, wirst du uns nicht wieder verlassen. Henry. Ich
Ich habe euch so viel Schlimmes angetan. Euch allen. Ich verdiene es nicht, dass ihr mir je meine Verbrechen verzeiht. Und ihr? Ihr habt mir das Leben gerettet. Aber Randall, denk mal an früher. Du warst doch immer für andere da. Das ist Randalls Spielzeug, nicht deins. Gib das her und mach das bloß nicht nochmal. Wenn du das kaputt machst, kannst du das nie bezahlen. Ich sag's ja immer, solche wie du haben wirklich keine Manieren. Entschuldigung, ich wollte doch nur damit spielen. Oh, Randall, ich hab dich ja gar nicht rankommen hören. Das ist Henrys Spielzeug. Aber Randall, ich weiß doch, dass dieser Roboter dir gehört. Oh. Nö, den habe ich schon lange Henry geschenkt. Und jetzt wollen wir spielen, also raus. Aber Randall, solche wie du haben wirklich keine Manieren. Gut, ich gehe ja schon. Es tut mir leid. Ich wollte ihn dir wirklich nicht wegnehmen. Behalt ihn ruhig, Henry. Meinst du wirklich? Na sicher doch. So viel Spielzeug brauche ich doch gar nicht. Komm, los, wir gehen raus spielen. Vielen Dank, Randall. Ich werde auch immer gut darauf aufpassen, versprochen. Komm, wir gehen auf Schatzsuche. Hast du Lust? An jenem Tag hast du mir gezeigt, was Freundschaft heißt. Und ich habe es nicht vergessen. Randall, all die Jahre hast du mich behandelt wie deinen eigenen Bruder. Und das bedeutet mir mehr als alle Reichtümer und alle Schätze auf der Welt. Dank dir, Randall, habe ich eines gelernt. Nichts zählt so sehr wie echte Freundschaft. Ich verstehe nicht. Es gibt nichts zu verstehen. Wir wussten, du würdest wiederkommen. Auch wenn es sehr lang gedauert hat. Henry, verzeiht mir. Willkommen zurück, mein Freund. Randall. Henry, Angela, danke. Ein Bilderbuchende, oder? Jetzt sind alle wieder vereint. Ja. Ich frage mich, was es mit dieser uralten Zivilisation auf sich hat, den Aslanti. Wie konnten sie diese Mechanismen bauen? Gute Frage, Luke. Aslant war wohl eine hochentwickelte Kultur. Und es scheint, als wäre sie selbst der unseren überlegen. Hm, wer sie wohl waren? Und wissen Sie was? Herr Ledor hat wirklich ein gutes Herz. Er hat so lange auf seinen Freund gewartet und alles, was er bis dahin baute, war nur für ihn. Das finde ich wunderbar. Die bescheidensten Menschen, Luke, vollbringen oft die größten Taten. Ich glaube, Montedor wurde als einzige Stadt auf der Welt aus Freundschaft erbaut. Das mag stimmen. Montedor muss wirklich eine Stadt der Wunder sein. Ich glaube, wir sind durch. Das Bild. Ach ja. Schade, ich wollte doch noch mal hören, ob Blum wirklich Seto Kaiba war. Nee, ja, ich glaube, da habe ich dann vielleicht auch... Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe was anderes dann gefunden. Aber es muss nicht. Nee, Seto Kaiba ist es nicht. Also ich habe nachgeschlagen, ich habe es nicht gefunden. Was ich aber noch sagen wollte, ey, das Layton schafft's auch immer, also die Spiele schaffen es auch immer, einen am Ende so schön fast zu Tränen zu rühren. Und weißt du was? Das hier mit Randall, sag ich schon, mit Dolsten. Und weißt du was? Ja, ich seh's auch gerade. Oh, und hinten Henry heult. Nee, weißt du was? Und zwar, ich gehe jede Wette ein, oder fast jede Wette, dass der frühe Randall gesprochen wurde ebenfalls von Anja Welzel. Wer ist das denn? Die Stimme von Emmy. Ach so. Ist dir das mal ein bisschen aufgefallen?
Oh, da hättest du mich mal eher drauf, Alter. Dann hätte ich mal, naja, gut. Also mir kam die Stimme die ganze Zeit irgendwie so, erstens mal war mir klar, das wird von einer Frau gesprochen. Ja, ich hab's aber lustigerweise, als du's, weil du es jetzt sagst, ich hab's nämlich auch überlegt, als er gesprochen hat. Mhm. Und ich dachte mir, den Jungen oder den ganz Jungen? Diesen ganz Jungen da. Diesen. Nein, jetzt mit dem Roboter zum Schluss da. Ja, genau. Ja. Weil der da, der andere hat ja die gleiche Stimme wie der alte Randall. Ach ja, klar. Ich habe mir nämlich auch überlegt, das ist bestimmt wieder eine Frau, aber ich habe mir dann jetzt keine weiteren Gedanken gemacht. Oh, diese Bilder. Das ist toll. Ah, herrlich. Endlich sind wir wieder mit einem Layton-Teil so storymäßig durch, aber uns fehlt ja noch natürlich was. Stimmt, die Rätselhäuser kommen. Ja. Genau. Kannst ja schon mal gucken, ob du vielleicht dann irgendwie mal schnell einen Walkthrough aufmachen kannst, wo wir die letzten Rätsel zumindest finden, nicht wie sie gelöst werden. Ja, jetzt? Naja, wenn du noch die Bilder angucken willst, kannst du noch die Bilder angucken, aber dann... Bilder angucken. Jo. Oh, Nordmann. Herrlich. Weißt du, was mit Randall hier passiert ist? Herr Professor, Sie waren auf einem Fuß geschnitten. So sehr, dass die Socke verätzt ist. Paloni. Herrlich, wie er da hängt. Herr Professor, was tun wir denn jetzt? Hey, Paloni, was machst du da? Ich häng nur rum. Auf seinen Füßen kann man nicht stehen. Herrlich, dieses Eseltier. Ich mag die Bilder. Ja, die sind klasse. Wenn das Pferd auch guckt. So sahen die vorher aber nicht aus, die Bobbys. Echt mal. Die sind ja jetzt so, die haben ja jetzt auf einmal eine, sagen wir mal, Vielfalt. Und da hinten, ey, da sind Narzisse und Frankie. Ah, die Bobbys haben mal ihre Arbeitskleidung ausgezogen. Was hat Nordmann auf diesem Bild verloren? Kann ich mal das sagen? Ja, ich weiß auch nicht. Der freut sich, dass er Randall wieder sieht. Das ist schon Mario Hassard. Hä? Und Anja Welzel. Da waren gerade die Synchronsprecher unten. Fuck, das habe ich gerade nicht gesehen. Was soll das? Man versteht mich ja jetzt. Oh, und da ist Puzzlette, Rätselella, wie hieß die Mysterella? Sag mal, Henry, ne? Trägt Teeservies, ist Friseur, also mehr Klischee geht ja jetzt langsam nicht mehr. Das ist ein komischer Hase. Soll das Hasi Goreng sein? Keine Ahnung. Das ist wieder das Teeservies. Ah, Henry kann einfach nicht anders. Ist ja herrlich. So, jetzt müsste es eigentlich durch sein. Was hat ein Layton da überhaupt in der Hand? Den hat Henry gebacken. Oh. Steigt mir den Füßen drauf, Herr Professor. Oh Mann. Ende. Ah. Oh. Das ist so ein schönes Bild. Ich will gar nicht wegklicken. Oh. Ich muss. Und wie machst du denn jetzt?